Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario The Origami King. In der letzten Folge sind wir auf dem Weg zum roten Garn hingegangen, aber jetzt sind wir nochmal nach Toad Town gegangen, weil wir uns hier das Kampfstudio anschauen wollten, denn uns wurde ein... Wo ist er denn? Uns wurde ein Geschenk versprochen. Und dieses Geschenk hätte ich jetzt gern. Also, lieber kleiner Toad, den ich gerettet habe, bitte geben Sie mir mein Geschenk. Geschenke! Da ist er! Oha, okay. Das habe ich mir hier anders vorgestellt, to be honest. Hey, da bist du ja! Willkommen in meinem Hobbykeller! Ich meine, im Kampfstudio! Sorry, technisch gesehen ist es auch wirklich ein Keller, aber es ist auch ein Kampfstudio! Egal! Da wir gerade von diesen Freaks bedroht werden, könnte meine Einrichtung vielleicht von Nutzen für dich sein! Hier findest du die neuesten technologischen Errungenschaften präzise verarbeitet, um dir zu helfen, dein Können im Kampf zu verbessern! Handtücher kosten extra! Und hier ist ein gratis Geschenk! Oh, ein Wonderpilz. Okay, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Denn in der letzten Folge bin ich ja einmal fast draufgegangen. Ich glaube, ich habe nur noch 8 Leben oder sowas. Das war ein bisschen blöd. Und jetzt kann ich dir sogar kaufen. Okay, alles kaputt machen. Dein blödes Kampfstudio kannst du dir sonst wo hinstecken. Okay, ja komm, wir machen es mal. Dann trainiere mich, Meister Toad. Ah, hier kann man trainieren, sein Timing. Wenn man loslassen muss. Das ist ja mega gut. Exzellent! Siehste, perfekt! Einfach zerstört! Verteidigung kann man hier auch üben. Das ist schon echt süß. Na, ich weiß, wie man blockt. Ja! Oh, guck mal, hier wird sogar angezeigt, wenn man A drücken muss. Also er kommt auf mich zu und dann kann man halt A drücken. Okay, hier wird wahrscheinlich das Springen geübt. Let's go! Ja! Yeah. Das finde ich gut, dass hier dann auch das mit dem A angezeigt wird, aber im Kampf selber wird es halt nicht angezeigt. Das ist interessant. Und wofür ist die Dartmaschine da? Bringt die auch irgendwas? Ah, mit dieser Maschine kannst du die hohe Kunst der geschickten Anordnung üben. Oh, das ist gut. Okay, ich gucke nur ganz kurz rein. Ich werde die wahrscheinlich nicht alle machen. Oh, so viele Toads. Das wird am Ende auch irgendwann so sein. Okay, ja, das ist ja super einfach. Wenn die genauso bleiben, ja gut, den einfach da rein. Wow, ich hab's geschafft. Toll angeordnet. Rätsel Nummer 2. Guck mal, die sind sogar farblich markiert, damit man weiß, wie man die anordnen soll. Der da rein und der da rein. Ja, okay, die sind jetzt natürlich alle super einfach. So, einmal darüber, fertig. Oh, sauber. Ich möchte auch mal so viele Toads als Zuschauer haben. Dann habe ich es einfach geschafft im Leben. Okay, das sieht schon schwieriger aus. Ich habe 2 Züge. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich doch schon wieder verkackt. Ich würde den jetzt halt noch irgendwo hinpacken, aber das bringt mir ja gar nichts. Ich bin es nicht am Sehening, to be honest. Könnt die da rüberbringen? Aber das ist halt schon mein letzter Zug. Seht ihr, was ich hier machen muss? Ich nämlich nicht. Also das sieht schon relativ gut aus, aber ich brauche dann trotzdem noch einen weiteren Zug. Die Lösung. Lol. Was? Also wie war das jetzt? Der hat ihn einfach 2 nach oben gemacht? Aber wie kam er denn da drauf? Den hat er... Ne, 3 nach oben. Und den dann auch. Aha. Aber das sieht man doch nicht. Oh. Alles klar, ich glaube, das war meine Katze. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Da ist gerade im Hintergrund was umgekippt. Egal. Das sieht falsch aus. Die wahrscheinlich nach unten. Ja, und jetzt? Ach so, und die auch nach unten. Dann hat man quasi 2 Vierer. Okay, okay, schon mal einfacher. Aber den 4. fand ich richtig schwer. Okay, das sieht auch sehr kompliziert aus, beziehungsweise die müssen wahrscheinlich einfach nur darüber. Und dann habe ich noch einen Zug. Tja. Das ist voll schwer. Oh fuck, bin ich dumm. Ich muss den hier einen nach hinten machen. Ihr seht oben rechts, wie lange ich jetzt für dieses Rätsel gebraucht habe. Und die müssen dann einfach da so zu 2 Vierern hin. Alter, ich habe 6 Minuten für dieses Rätsel gebraucht. 6 Minuten! Wie kann man denn so behindert sein? I don't know, Leute. Ich fühle mich dümmer, als ich sein müsste. Okay. Das ist auch wieder falsch. Also alles blöd hier. I don't know. Okay, warte. Alter. Ich hab nur 2 Züge. Hä? Why am I so stupid? Genau. So, den inneren Kreis und dann den äußeren Kreis. Okay, ich muss erstmal in dieses Rätselmuster reinkommen, was wir überhaupt wollen, wie ich denke. Okay, das sieht aber sehr einfach aus, oder? Ich habe nur 2 Züge und die müssen einfach nur auf die andere Seite. Ja, doch, ja, trotzdem.
Okay, das ist wieder super einfach. Warum sind da denn manchmal so schwer dabei? Oder die sind gar nicht schwer. Im Video sind die wieder locker richtig einfach. Also anzugucken zumindest. Aber für mein Brain sind die einfach zu schwer. Nee, okay, die sind jetzt aber super einfach wieder. Merkwürdig. Okay, letzte Aufgabe. Ich dachte, ich gehe hier einfach mal ganz schnell durch und mach das mal kurz. Aber ist ja anscheinend nicht so. Okay, das wird auch wieder falsch sein. Wahrscheinlich muss ich erstmal den darüber bringen. Oder auch nicht. Doch, ja, ja, so. Und dann den gelben dahin. Es macht das sehr viel einfacher, dass man weiß, dass die Farben zueinander gehören müssen. Ich habe trotzdem viel zu lange dafür gebraucht. Also vor allem für Aufgabe 6. Ja, sehr interessant. Danke, kleiner Toad. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Ob jetzt im Video, keine Ahnung. Bye, bye. Danke auf jeden Fall für den One-Up-Pilz. Dann geht's jetzt wieder zurück zu unserer eigentlichen Mission, um die rote Luftschlange aufzuhalten. Ach guck mal, man sieht jetzt oben links sogar den One-Up-Pilz. Also wir sehen, dass wir jetzt ein Leben mehr haben. So, aber an sich waren wir hier ja schon fertig. Heißt, genau, wir müssen jetzt hier den Weg hoch. Was kann schon Schlimmes passieren? Ach Quatsch, hier passiert doch nichts. Oh nein, ein Thwomp. Wer hätte damit rechnen können? Ah, da kommen ja noch mehr. Oh Gott, schnell wieder runterlaufen. Wer hätte damit rechnen können? Also ich nicht. Aua. Ey, wie es der Zufall so will, kriegen wir einfach einen goldenen Stern. Und jetzt könnt ihr mich alle mal, ihr komischen Thwomps, bau, bau. So, Freiheit für Mario. Wieso kann man hier, da ist noch ein kleiner Toad versteckt. Hab keine Angst, ich bin nur Regenbogen, Mario. Ich unterstütze nur die LGBT. Okay, er hat Angst vor mir. Community. Kümmere dich nicht um mich. Ich glaube, da gab es eben ein Erdbeben. Alles in Ordnung mit dir, Mario. Entschuldige, keine Zeit, deine Antwort abzuwarten. Na. Läuft er weg. Guck mal, jetzt können wir hier schneller durchlaufen. Das ist ja nett von den Thwomps gewesen. Also eigentlich waren die nur lieb zu uns und wir haben sie jetzt einfach getötet. Ach ja, Mario ist schon so ein kleiner Bastardo. Bastardo musto, gadusto. Wieso kann ich hier runter? Was gibt's hier? Warum kann ich hier hin? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Hallo, wo ist der Grund in diesem ganzen Tun und Sein? Gibt keinen Grund. Na gut, dann Gegner vernichten. Ich habe gerade geübt, wie man euch vernichtet. Also bin ich jetzt Profi da drin. Die wollen wohl mit dem Hammer getroffen werden, wenn ich das gerade richtig sehe. Okay, wir haben zwei Züge. Sehr, sehr einfach gehalten, dieses Rätsel. Zack. Wow, Mario kann anordnen. Hätten wir nicht gedacht. Den Hammerschwung habe ich zum Glück auch gelernt. Bam, 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 boom. Oh, Alter, das war ein mehr als exzellenter Schlag. Der hat einfach 16 Damage gemacht. So, what's the plan? Warte, ich brauche den innersten Ring. Dann muss ich den darüber machen. Und dann genuddel ich die noch zusammen. Shit. Nicht zusammen knuddeln? Hä, wie denn dann? Moment! Oh Gott, ich mache hier wieder alles falsch. Dann machen wir das zumindest so. Ja, den Rest kriege ich nicht hin. Tipp? Mist. Hä, was war denn jetzt schon wieder falsch? Ich verstehe das manchmal nicht. Und dann fühle ich mich immer sehr, sehr dumm. Und die sterben halt nicht mal. Das ist sehr belastend. Alle. Zack. Ah, lol! Er hat ihn noch weggeschubst. Wie gut ist das denn? Wie beim echten Mario. Oh. Machen ja wieder den Mobkreis. Ich habe nicht ausgewichen. Das war sehr schlecht. Okay, und jetzt haben sie sich aber wenigstens nett angeordnet. Das ist viel einfacher. Aber ich muss sagen, wenn ich schlecht anordne, weil mein Brain einfach zu behindert ist, dann werden die Kämpfe natürlich auch schwerer, weil ich einfach viel mehr Damage bekomme. Das ist nicht gut, das muss ich lernen, Leute. So, kleiner Toad, was schreist du hier so rum? Nur weil du an deiner Gondel festgemacht worden bist? Hallo, Sie da, können Sie mal aufhören, mit der Luftschlange zu spielen? Das ist nämlich ganz schön gefährlich, kommen Sie lieber da raus. Aber natürlich, einfach mal so rauskommen, überhaupt kein Problem. Ich stecke hier fest, meine Liebe. Denkst du etwa, ich halte hier freiwillig den ganzen Verkehr auf? Meinetwegen kommt niemand mehr auf die Herbsttür und mich daran zu hindern. Daran haben sie alle Spaß, oh ja. Oh, hiermit könnten wir auf die Herbsttür gelangen. Also wenn sie nicht in die Luftschlange eingewickelt wären, meine ich. Gut zu wissen, dann muss das der rötliche Berg da drüben sein, oder? Ach, diese blaue Luftschlange, die da von den roten Berg flattert, ein echt toller Farbkontrast. Moment mal. Da ist die blaue Luftschlange, Mario. Die Aussicht ist so schön, dass ich erst gar nicht kapiert habe, worum es sich handelt. Nachdem wir uns um die rote Luftschlange gekümmert haben, sollten wir wohl zurückkommen und der blauen folgen. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Sie wissen schon. Immer locker bleiben. Oh nein, das ist ja doch schlimmer.
Wir kommen später nochmal wieder, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Auch hier wieder blödes rotes Garn, das alles, ja, doof macht. So viel zu Open World. Dann müssen wir erstmal zum Panoramaturm. Das ist gar kein Problem, aber erstmal nervt hier wieder ein Gegner. Siehst du bitte einen Gegner, der mich nicht dumm aussehen lässt? Okay, ich habe zwei Züge. Ich muss den einfach nur... Ich muss... So. Jetzt nehme ich den äußersten Ring und die passen hoffentlich zueinander. Okay. So, alle Flügel gestutzt. Gegner sind leider am Zug, aber die können ja höchstens 7 Damage jetzt machen. Hä? Schon wieder eine neue Attacke? Hä? Was machen die? Oh Gott. Ja, ich weiß doch gar nicht, was ihr macht. Schick doch mal. Hilfe! Ich weiß gar nicht, was deren Attacken sind. Wie sollen wir denn darauf dann reagieren, wenn die ganz neu sind? Schlimm, diese Gegner, die immer neue Sachen ausprobieren. Kann ich ja gar nicht ab. Ich glaube, der muss dazu... Ach komm, whatever. Hier, Toads! Helft mir! Ich glaube, ich kann dir noch mehr als 10 Münzen geben. Ich glaube, ich muss einfach länger Y festhalten. Kann das sein? Ja toll, jetzt ist trotzdem nichts tot. Das war ja jetzt irgendwie unnötig. Ich habe aber nur 2 Züge. What the fuck muss ich machen? Die da rüberbringen, bringt doch auch gar nichts, oder? Hilfe! Ich weiß es nicht! Ich bin zu behindert für das Spiel. Kleine Toads, bitte helft mir. Das ist ultra belastend. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf das Let's Play. Das lässt mich dumm dastehen. Jetzt denkt ihr alle, ich bin behindert. Und hier hätte ich eigentlich mit dem Hammer arbeiten sollen. Dann wären wenigstens 3 kaputt gegangen und nicht nur 2. Oh Gott. Die dumme Seite meines Brains kommt immer mehr zum Vorschein durch dieses Let's Play. Aua. Was macht er jetzt? Gar nichts. Okay. Oh, ihr seid ja nett, dass ihr euch jetzt mal richtig anordnet. Das Spiel merkt langsam, dass ich zu blöd bin, die richtig anzuordnen. Deswegen macht es das schon von sich aus. Ach man. Da lobe ich mir das alte Paper Mario. Da musste man nicht nachdenken. Oh Gott. Okay, aber kein Problem. Wir haben ja unser Geschenk bekommen mit dem One-Up. Heißt, ich darf auch gerne sterben. Aber ich habe die Befürchtung, wenn das so weitergeht, dann brauche ich den eher beim Boss. Weil der Boss mich dann, glaube ich, ziemlich kaputt machen wird. Wenn man da auch so eine Rätsel-Action hat. Hey. Na, let's see. Hier ist auf jeden Fall erstmal ein sehr, sehr großes Loch, das ich füllen will. Ah, das war gemein. Ich habe mich aufs Loch konzentriert und dann kommen da fiese Chlamydien von oben. Sogar zwei verschiedene Gegner. Ich fasse es ja nicht. Ich habe 3 Züge tatsächlich Zeit. Dann wahrscheinlich die erstmal in 4er-Gruppen und den auch. Okay, alle nur in 4er-Gruppen. Das war ja jetzt super langweilig. Das kriege ich hin. Bam! Weggedützt! Und ihr werdet auch weggedützt! Bam, bam, bam. 16er Damage. Okay, das hat richtig schön Wumms, wenn man das richtig im richtigen Timing drückt. Wisst ihr, was fehlt? Also hier kann man das wahrscheinlich erstmal runterduddeln, später vielleicht. Das sieht so aus, als wenn man es abgenuddeln könnte. Einen XP-Balken oder so, dass man halt mehr Leben irgendwie bekommt. Das hier sieht so aus, als wenn das der erste Boss wäre. Hi. Oh, endlich der Gipfel. Was für eine anstrengende Kletterei. Das für dich gewesen sein muss. Ich habe ja leichter und so. Gut gemacht, Mario. Alles klar. Jetzt müssen wir noch reingehen, die Luftschlange finden und... Was ist das denn? Sag mal, Mario, sehen Türen immer so aus? Nicht, oder? Wie kommen wir rein? Oh, lol. Wer baut denn so hoch oben eine Tür? Ich kann schweben, aber niemals so hoch. Und du stehst mit beiden Beinen fest auf der Erde. Moment mal, Erde, das ist es. Etwas mit der Erde passiert, deswegen ist die jetzt so hoch. Oh, ein Faltkreis. Aber der hier ist anders als die anderen. Vielleicht hat das was mit der Erdpergamenthorn zu tun. Vielleicht hat mein Bruder ja diesen Faltkreis benutzt, um es zu beschwören und es gezwungen, dies zu tun. Ich schätze, wir müssen das Erdpergamenthorn finden und dann sehen, ob es uns helfen kann. Also doch noch nicht, der Boss hier. Heißt, ich muss erstmal die ganzen Kugeln finden, ja? Beziehungsweise eine Kugel fehlt halt noch. Eine müssen wir noch kaufen und den Rest haben wir. Und so wie ich Paper Mario kenne, ist dahinter was versteckt, aber nope. Oh, aber hier, ich kann mich hinsetzen. Oder? Nicht? Warum ist hier? Da ist doch was. Setz dich bitte hin, Mario. Lass einfach mal chillen und in Ruhe darüber nachdenken, was wir hier machen müssen. Dann nicht. Die spielen da Toad-Fußball. Darf ich mitspielen? Ich habe auch Bock auf Toad-Fußball. Hä? Sind die nicht schon super gut angeordnet? Okay, ich habe 2 Anordnungsversuche. Vielleicht, wenn ich die darüber bringe und die darüber bringe. Ah, ist aber auch nicht so gut, ne?
Okay. Die sagen toll angeordnet, aber so toll fand ich das jetzt gar nicht. Klar, man kann die jetzt alle mit dem Hammer treffen. Das sind dann 3 Vierergruppen. Aber so toll fand ich das jetzt trotzdem nicht. Wups! Weggedützt. Okay, der Hammer gefällt mir aber. Diese Animation, wenn man richtig angreift, nice. I love it. Und noch ein drittes Mal. Nein! Nein, er hat das überlebt! Oh nee. Oh, die machen richtig viel Damage, obwohl ich geblockt habe. Lol, hört ihr die Musik? Weil ich jetzt wenig Leben habe, hat sich die Musik verändert. Die ist jetzt so ein bisschen dumpf geworden. Weil wir gerade im Sterben sind. Denn jeder weiß, wenn man stirbt, hört man nichts mehr. Okay, kleiner Toad, kannst du mich bitte heilen? Oh, ich bin die geballte Ladung Sportsgeist sozusagen. Haha, weil er ein Ball war. Das ist witzig. Diese Röhre führt zum Tempel des Erzbergamatoren am Picknickpfad. Bevor diese Raudis mich zu einem Fußball zusammengeknüllt haben, hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, grimmig diese Röhre anzustarren. Das machst du auch sehr gut. So, bei dir weiß ich jetzt schon, wie das geht. Einfach nehmen die Schlange und ist alles cool. An meiner Schule war ich der große Ballmannschaft, also hatte ich schon ein gewisses Vorwissen. Da hilft er weg. Süß. La 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 la. Und was haben wir hier unten? Ey, ein Item. Oh, ein Gegner, aber erstmal ein Item. Mit Geld? Moment, will ich gegen dich kämpfen? Warte, ich hab zu doll Angst vor dir. Deswegen Pilz essen, weil ich konnte mich ja leider nicht auf die Bank oben setzen. So, du dachtest, du kannst entkommen oder was? Leichte Schläge auf dem Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Okay, das hat sich jetzt nicht so doll gelohnt, da runter zu gehen. Da kommen wir nur zum Erg-Pergamenton, was uns jetzt noch nichts bringt, weil uns noch eine Kugel fehlt. Heißt, die letzte Kugel müsste hier, ja, da ist sie, hier irgendwo sein. Ja, ich spiel mit. Gib mir den Ball. Oh nein, Schweinchen in der Mitte. Okay, alles klar, ich mach mit. Schweinchen in der Mitte ist witzig. Komm, komm, komm. Schieß doch, ich bin ein guter Fußballer. Oh mein Gott. Nein. Doch. Nein. Ey. Okay, das langt mir. Kannst mich mal, ich schlag dich jetzt von hinten tot. Blödkopf. So, jetzt kannst du zu denen nicht mehr spielen. Also, was tust du? Aha, tja. Das lasse ich aber nicht mit mir machen. Tja, das ist jetzt leider meine Kugel. Schweinchen in der Mitte, ein bisschen unfair. Also, wenn ihr mal Schweinchen in der Mitte seid, einfach die Leute, die euch ärgern, weghauen. Dann sollen die nochmal weiterlachen. Wir haben die dritte gefunden. Fehlt nur noch... Ah, fehlt nur noch eine. Was passiert jetzt? Nee, ich will... Aua! Oh, gut, dass ich mich gerade geheilt habe. Okay, also die Shy Guys gibt es auch in Riesen-Origami-Form. Genauso wie die Gumbas. Ob es das für jeden Kampftyp gibt? Ich vermute jetzt inzwischen schon. Wenn es die beiden schon gibt. Wahrscheinlich muss ich die nicht mal töten, oder? Aber ich mach's einfach mal trotzdem. Ui. Aua. Erste Explosion, zweite Explosion. Und ich habe dich nicht vergessen. Auch weil du im Hintergrund hier gewartet hast und dachtest, ich lasse dich in Ruhe. Aber du hast mich gemobbt und Mobber müssen sterben. So habe ich es auch im Real Life immer gemacht. Und so werde ich es auch im Spiel weiterführen. Alles muss sterben. Oh, da waren kleine Toads drin. Hat er wieder Toads gefressen. Toads scheinen sehr lecker zu sein. Wenn diese Origami-Futzlichen das immer alle essen. Gute Laufleistung, Mario. Hast du schon mal von Luftgitarren gehört? Das hier ist Luftfußball. Ich spiele Luftfußball. Der Schlüssel zu diesem Spiel ist, schon vorher zu wissen, wohin der Ball fliegt. Darf ich mitspielen? Kein Ball, kein Problem. Okay, ich schnapp mir den Ball. Hey, du hast gerade zu dem Rechten hier gespielt. Wie kann denn dann der Linke den Ball haben? Hey, der hat gar nicht abgespielt. Hallo? Ihr cheatet doch. Die verarschen mich. Die schießen ihren Luftball hin, wo gar kein Luftball sein kann. Ich glaube, die spielen mit mehreren Bällen und wollen mich verarschen. Dann noch viel Spaß, ihr Toads, ne? Ich hätte euch zwar gerne in meinem Publikum gehabt, aber wenn ihr nicht wollt, dann ist das nun mal so. So, und damit hätten wir dann auch alle Pergamenton-Kugel-Panzerkugel-Dingern. Ne, den einen muss ich noch kaufen. Muss ich jetzt den Weg da wieder hochlaufen, weil ich ihn nicht gekauft habe? Guck mal, hier ist sogar noch ein Toad. Ich habe noch einen Toad gefunden, weil ich den Rückweg hier angegangen bin. Oh, ich bin gerettet. Und nun werde ich dich retten, Mario. Okay, wieso läufst du dann weg, wenn du mich retten willst? Du könntest diese Kugel für mich kaufen. Aber anscheinend will er nicht. Ja, ja, ich kaufe ihn für 1500. Huch, ich habe mich schon so hoch aufgefreut, damit zu tun, was immer man mit diesem Ding tut. Aber Münzen kann ich nicht widerstehen. Toll. Habt ihr den fünffachen Wert einfach wieder rausgeholt. Ihr Spackos.
So ist das Leben. Wenn man zu gierig ist, dann bestraft einen das Leben. Manchmal. Ich muss sagen, ich mag diesen Pfad hier richtig gerne mit den ganzen Toads. Richtig, richtig lebendig hier alles. I really like this. So, dann guckt mal hier. Ich habe ein paar Dinger für euch. Einen grünen, der war sehr teuer. Einen roten. Keine Ahnung, wo ich den her habe. Ich glaube, von dem Knochen trocken, da habe ich noch einen blauen. Und einen gelben habe ich auch. Hallo, oder? Das ist jetzt wie die Legende vom Millionentor gerade. Da gab es auch so ein riesiges Tor, das man erst öffnen musste. Und dann ging die Story eigentlich erst los. Hier ist es quasi genauso. Ah, der Eingang ist offen. Tja, also gehen wir jetzt einen Pergamenton treffen? Ich bin ja so aufgeregt, ich habe noch nie eins getroffen. Ja, machen wir in der nächsten Folge.